Ja. Kann man nichts machen. Okay. Willkommen zu einem neuen Feedbacks. Es ist endlich mal wieder soweit und ich habe mich durch einige Filme geschaut. Ja, neues Shirt. Habe mir meine Füße heute geschenkt. Schön, ne? Also, ja, wie soll ich das sagen? Ich sag's mal eher so. Ich habe mich durch einige Filme gearbeitet. An der Zahl sind es 22 Filme, zu denen wir jetzt kommen. Aber keine Sorge, obwohl, fast keine Sorge, einige mögen das ja, das hier wird jetzt kein 3-Stunden-Video. Ne? So. Nein, ja, ich habe ja vor, demnächst wieder was zu verkaufen, also habe ich mich gezielt diesmal auf einige Filme gestürzt, von denen ich jetzt mal so wissen wollte, behältst du die denn oder nicht? Guck dir die mal an und entscheide. Und zwar von den noch nicht gesichteten Filmen. Und da bin ich jetzt ein bisschen durchgegangen, habe dann aber gegen Ende, also in den letzten Tagen, auch einiges geschaut, wo ich sagen kann, okay, jetzt habe ich aber wieder mal echt mal Bock auf was richtig, wo ich weiß, das ist gut und es kommen also auch ein paar gute Filme, in Anführungsstrichen. Und ja, und das bekommen wir dann jetzt. Es gibt auch etwas anderes, was ich noch geschaut habe, immer separat dazu, also ich habe immer davon etwas geschaut und dann ein, zwei Filme hinterher. Dazu komme ich aber in einem anderen Video, also dann irgendwie demnächst. Weil ich auch noch ein bisschen was schauen muss und dann bin ich damit durch. So, also, wir beginnen mit dem ersten Film. Timo Roses Psycho Jack. Hinten drauf steht
Brain Dead meets Trainspotting, nur krasser. Ich glaube, mehr muss ich da auch nicht zu sagen, oder? Übelster Schulwald, Schmuddel, Schwachsinn mit ganz wenigen Kills. Ich glaube, 4 oder 5 Leute sterben gerade mal und das auch noch sehr unspektakulär. Übelstes Handkamera-Qualitätsniveau. Der Ton ist teilweise asynchron, fand ich. Vielleicht liegt es auch an meiner Playstation, ich weiß es nicht genau. Vielleicht weigert sie sich langsam dann auch wirklich nahtlos, solche Filme überhaupt noch abzuspielen, ja. Und mehr kann ich dazu nicht sagen, Leute. Das ist einfach nur strunzdover Scheiß. Ähnlich wie Angel of the Night. Im Grunde genau das Gleiche. Hier haben wir auch wieder Timo Rose, aber nicht im Regiestuhl, aber als Darsteller dabei. Und er und Nandera zusammen wollen irgendwie Mädels klar machen für ihren neuen Club oder was, ich weiß nicht mehr genau. Und vergewaltigen denn eine Olle, was wohl offenbar auch irgendwie eine Pornodarstellerin ist, wie irgendwie der Name von der Ollen. Nicht so wirklich, kann ich jedenfalls spontan jetzt nicht sehen. Ja, und dann glauben sie, die ist tot, die alte, und die ist aber natürlich nicht tot. Und dann kommt es zu einem Rape-Revenge-Thema unterster Schublade. Und ich habe mir dann abgebrochen. Ich habe übrigens viele der Filme, die jetzt dann noch kommen, abgebrochen. Auch Psycho Jack, denn irgendwann ertrage ich es nicht mehr, ob meine Lebenszeit, von der mir nicht mehr so viel bleibt, sag ich mal jetzt, ne? Ist mir zu schade, um sie mit so einem Scheiß hier zu verschwenden. Dann Rosso Venezia. Ja. What the fuck? Dieser Film ist auf OFDB im Hardcore-Bereich gelistet und das passt auch, weil hier sind tatsächlich Hardcore-pornografische Szenen drin. Es handelt sich aber dennoch um einen Thriller-Slasher. Also die Hauptdarstellerin, ja. Ja, es geht hier um eine Olle, die wird von ihrem Mann betrogen und jetzt hasse ich alle Frauen, weil die ja mit meinem Mann schlafen könnten oder was weiß ich. Die bringt jetzt alle um und dann wird sie zur Serienkillerin oder so. Soweit ich jedenfalls geschaut habe. Und irgendwann sagt sie dann so, oh Alter, wie lange läuft das jetzt noch? Was? Der Film geht 155 Minuten. Ihr werdet vielleicht verstehen, warum ich diesen ebenfalls auf Amateurniveau gedrehten Rotz nicht weitergeschaut habe. Nein, ich brauche keine Pornoszenen. Ich habe eine Süße zu Hause. Mein Leben ist Porno. Also, genauso unnötig wie dies hier. Und hier hat mich erstaunt, als im Vorspann der Name Franco Nero stand. Regie Franco Nero oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob er das wirklich... Ja, steht sogar drauf. Nee, nicht Franco Nero. Was rede ich denn da? Franco, Jess Franco, Franco Nero, Alter, fuck you. Aber ich glaube, zu Franco Nero kommen wir auch noch, ich weiß gar nicht mehr genau. Nein, Jess Franco, sorry, ich stehe da ganz kurz drauf. Ja, ne, das ist ja irgendwie, ich habe keine Ahnung, was er gedreht hat, aber es ist, glaube ich, irgendwie auch irgendwie so ein Kult, irgendwie was, Giallo, irgendwas, ich weiß nicht, was er gemacht hat jetzt, jedenfalls nicht spontan, aus dem Kopf heraus. Moment, ich habe immer, steht hier irgendwas drauf? Wird sich hier irgendwie ein Aha-Effekt einstellen? Nein, es fällt mir einfach gerade nicht ein. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt die Filmografie lese, dann werde ich wahrscheinlich sagen, ah, der, aha, 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 keine Ahnung. Aber, ja, ist jetzt grad, ich bin jetzt gerade nicht da so, ne? Habe mich jetzt hier nicht groß über diese Scheiße informiert. Ja, hier macht eine Olle irgendwo in, wo, weiß ich nicht, in Spanien oder wo war das? Verbringt ihren Urlaub völlig allein, Badestrand, Spanien, sag ich doch. Und, hat dann Fantasien von irgendeiner komischen Eule, okay, die ist ganz geil, optisch, ne? Und irgendwie wird ihr ein T-Shirt geschenkt, da ist auch die Eule drauf und hä? Und irgendwie hat sie ständig Visionen von der und ja, das ist dann irgendwie wohl eine Lesbenvampirin und dann habe ich auch gebrochen. Tut mir leid, das ist einfach so bescheuert, genauso bescheuert wie das hier. Boah, tritt sich fest. Die, was? Sexabenteuer der drei Musketiere. D'Artagnan spielt ja so mehr oder weniger die Hauptrolle in diesem Schmuddelsex-Schund ohne Schmuddelsex. Denn was hier an Sex abgeht, das ist weicher als das, was ich damals auf Sat.1 und RTL im Fernsehen gesehen habe. Hier die Schulmädchen- und Hausfrauen-Reports. Und so ist halt auch das Niveau dieses Films. Eigentlich nur eine sinnlose Aneinanderreihung von irgendwelchen Sexszenen, wenn man so will, die aber so kurz und so unerotisch und unexplizit sind, dass es auch schon wieder weder Fisch noch Fleisch, das Ding hier. So, was hat dir gefallen? Ja. Wolltest fliegen gehen, wa? Du entkommst mir nicht. Josephine Mutzenbacher, meine 365 Liebhaber. Das ist, glaube ich, der zweite von 3 Josephine Mutzenbacher Filmen. War das hier oder war das? Ich weiß gar nicht mehr. Das ist schon wieder so, ich habe ja schon eine Woche ungefähr her, als ich die geguckt habe. Hier oder da macht Ingrid Steger mit. War auch noch ein kleiner Pluspunkt, weil die damals
noch ganz gut war, fand, als sie noch jung war und ich noch jung war, mit dieser Sendung Klimbim und so, aber nein. Und auch hier, nein, das wird irgendwie bei einem Duell ein Typ angeschossen und von zwei Edelhuren dann gesund gepflegt und gesund gefickt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es da auch wieder so eine Aneinanderreihung, wie in diesen Softsex-Filmen eben üblich. Oh, mich langweilt sowas, was soll ich damit? Hier, der nächste Scheiß. Eine Armee Gretchen. Wie heißen die nochmal, die Mädels da? Blitzmädchen? Hier ist hinten auf, weil... ja, Blitzmädchen, genau. Ja, das sind halt irgendwie so ein paar Blitzmädchen und die vögeln irgendwie mit Nazis und hast du nicht gesehen, also undercover, wenn man so will. Und was ich hier an diesem Film, erstmal ist total langweilig und uninteressant, überhaupt nicht mein Thema, ja. Und was ich hier komplett befremdlich fand, ist, die Nazis, das sind alles so gebildete, liebe Junge, Junge, Blödsinn, gebildete ältere Herren. Die werden hier total verharmlost dargestellt. Ich meine, gut, okay, nicht jeder Nazi war jetzt voll das Arschloch. Das soll jetzt mal dazu gesagt sein jetzt, ne? Ich meine, klar, von der Einstellung her schon, aber die trugen das ja nicht alle nach außen, ihre Einstellung. Ne? Das ist ja auch heute noch bei vielen Menschen so. Man wundert sich ja dann manchmal bei einigen Leuten, wie sie denn überhaupt ticken. Und, aber das hier, die Darstellung der Nazis hier, ist ja, ich hab da noch abgebrochen, ne? Und jetzt klappert meine Hand zittert. Aus Wut. 30 Minuten. Ich habe genau, ziemlich genau, ich habe gar nicht geguckt, 30 Minuten, ich habe die Sekundenzahl jetzt nicht mehr im Kopf. Bisschen mehr als 30 Minuten von diesem Film ertragen. Ich habe abgebrochen. Ohne Scheiß, Leute. Adam Sandler spielt einen Typen, der sich einen Fake-Ehering ansteckt und anderen Frauen in der Bar irgendwo oder was weiß ich wo irgendwie erzählt, ja, meine Frau schlägt mich, auf gut Deutsch, ne? Oh, ich bin ja der arme, unterdrückte Mann und hab mich doch bitte ein bisschen lieb und so, ja, und also auf die Mitleidsschiene, macht er auf diese Weise Weiber klar. Dann trifft er Jennifer Aniston, übrigens, das muss man den Film lassen, die spielt hier ganz solide. Obwohl ich die ja nicht, ich halte sie jetzt nicht für die größte Schauspielerin der Welt, aber hier in diesem ganzen Scheiß, in diesem Film, und die machen noch mehr bekannte Schauspieler mit ohne Ende, Moment. Die aber alle irgendwie, ich habe viele ja auch gar nicht gesehen, weil ich ja nicht so weit geguckt habe. Oder war das? Ne, das war der andere nachher, ne? Oder die ganzen, na gut, egal. Gleich der nächste dann, na egal. Auf jeden Fall, bei ihr vergisst er, bevor er sie klar macht, also er vergisst sich an einem Abend diesen Ring anzustecken und lernt sie dann tatsächlich zufällig kennen und verliebt sich dann in sie. Und dann, nach dem gemeinsamen Abend, entdeckt sie plötzlich in seiner Tasche den Ehering und glaubt, oh, der hat seine Frau mit mir betrogen und hält ihn dann für einen riesen Arschloch. Und dann ist dann, ja, und dann, das war noch so ziemlich der Punkt, wo ich dann einige Zeit später, das war so doof und Adam Sandler so fucking nervig, der ganze Film so... Ah, und ich habe dann auch gelesen im Nachhinein, also kommen da ganz viele Wendungen, die so dermaßen bescheuert sind. Ich tue mir das nicht an. Dann gucke ich lieber nochmal das Playstalker-Review dazu. Jack Nicholson, warum? Warum gibst du dich für diesen Film her? Oder ich meine, er hat ja auch schon andere Komödien gespielt, aber die waren ja noch passabel oder sogar gut. Wie hieß denn der überhaupt nochmal? Der eine da, wo er diesen knorrigen alten Mann spielt da. Mit dem kleinen Hündchen nachher da. Den fand ich auch nicht toll, aber da ging das noch, ne? Aber hier, was soll das? Also, Adam Sandler spielt hier auch wieder, spielt immer irgendwelche Stecher, oder? Irgendwelche, ne, gar nicht. Hier spielt er ja irgendwie vor die Weichflaume, die irgendwie aber schwanzgesteuert ist. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ich habe diesen Film zu Ende geschaut. Ja. Und wegen Jack Nicholson. Ich dachte, okay, das macht Jack Nicholson. Und wie gesagt, hier machen, glaube ich, auch ganz viele andere bekannte Schauspieler mit. Louis Guzman, genau, und hier, wie heißt er denn noch? John Turturro und Woody Harrelson, genau. Die alle zu minimalen und dümmlichen, ja, finde ich, Randfiguren verkommen. Auf jeden Fall, nach einer Verkettung seltsamer Zufälle wird er verknackt darauf, dass dann zu ihm ein Doktor einzieht. Das ist eben Jack Nicholson. Und der soll ihn halt eben immer reizen bis aufs Blut, als Anger Management, wie der Film ja eigentlich auch heißt, um dann halt eben seine Wut unter Kontrolle zu kriegen oder weiß der Geier. Ich habe auch beiläufig nur mit einem halben Auge hingeguckt, weil er mich dafür wegen Adam Sandler eh nicht interessiert hat. Oh, furchtbarer Film. Und das Ende, Leute, ohne Scheiß. Wie kann man in so einem Fall
ja, ein The Game Plot Twist einbauen. Also hier Michael Douglas, ne? Alle wussten davon Bescheid, inklusive Polizei, Justizapparat, die waren alle da rein involviert, nur um einem bepissten Loser namens Adam Sandler den Kopf gerade zu rücken und auf die richtige Bahn zu bringen. Ist klar, total realistisch, aber wir reden von einem Adam Sandler-Film, reden wir nicht von Realismus. Der nächste Scheiß, ich fand schon den ersten lahm, was absolut nicht mal Film war. Jetzt habe ich mir Be Cool angeguckt. Warum ist das Ding so schwer? Das ist so ein großes Buch drauf, das sind zwei CDs und ich habe die zwei CDs, glaube ich, gar nicht angetan. Be Cool angesehen. Oh. Der Affe aus Schnappt Shorty, also hier John Travolta, ich weiß nicht mehr, wie die Figur heißt, der da spielt, will irgendwie ins Musikbusiness. Story Ende. Viele bekannte, also hier hat man sich wirklich wohl gedacht, so, wir nehmen ganz viele bekannte Gesichter, ne, die irgendwie cool sind und bauen ganz viele Szenen und Momente ein, die pseudo-cool sind und dann den Film Be Cool. Ist cool, oder? Nein, ist es nicht. Ich hab den auch abgebrochen. Ich hab ihn irgendwann nicht mehr ertragen. Spätestens als The Rock mit Afro als Schwuchtel reinkommt, ist Feierabend bei mir. Als Klischee-Tunte. Nichts gegen Homosexuelle. Habe ich tausendmal gesagt, ja. Aber dieses aufgesetzte, dumme, oberflächliche Klischee-Bild der nervigen Schwuchtel, sag ich jetzt mal, ja. Was soll das? Warum wird uns das immer wieder vorgesetzt? Es gibt die Leute. Das ist ja jetzt nicht unrealistisch. Aber in Filmen tauchen immer nur die auf. Oder fast immer. Ich sag mal so, in den guten Filmen gibt es die guten Homosexuellen. Oder die normalen, die richtigen. Na, normal ist es. Ja, das weiß ich auch. Es ist schon unnormal, so wie die sich teilweise aufführen. Hier ist es jetzt nicht so schlimm, aber The Rock in so einer Rolle will ich einfach nicht sehen. Sorry. Nächster Film. Fail. Jetzt wird es aber langsam ein bisschen besser. Little Fish mit Kate Blanchett und wer war das noch? Sam Neill, genau. Und Hugo Weaving, also hier Smitty, ne? Also Agent Smith aus Matrix. Also gut besetzt, ne? Ein Drogendrama. Hier, Kate Blanchett hat, oder, heißt sie so? Ja, Blanchett, wie spricht man das aus? Egal. Hat kalten Entzug gemacht, irgendwie in der Wohnung ihrer Mutter oder was? Und ist dann jetzt clean, wenn man so will, und kann sogar ertragen, wenn ihr Freund direkt neben ihr sitzt und sich da irgendwie die Drogen reinpfeift, ja. Und hat irgendwie Unternehmer, als Unternehmerin irgendwie, weiß ich nicht mehr genau. Oh, weil dieser Film ist so hypnotisierend langweilig, dass ich spürte, wie von unten herauf ganz langsam meine Extremitäten zu absterben zu begannen. Also, ne, ja, ich starb langsam während des Films. Da habe ich gedacht, jetzt machst du lieber aus, damit du da was Feedbacks drehen kannst. Und dann ist halt auch so eine komische Synchron. Das sind doch nicht die offiziellen Synchronsprecher von denen, oder? Wieso werden solche Hollywood-Schauspieler, das sind ja Hollywood-Schauspieler, von solchen Fluppen synchronisiert hier? Das, irgendwie war das komisch, ich weiß nicht. Kann ich nichts mehr anfangen mit sowas. Genauso wie mit dem nächsten Film. Und jetzt geht's los. Jetzt kommen dann auch die Filme, für die ich Schäde und Schläge von euch bekommen werde. Aber es ist mir furzegal, ist meine Meinung. Und die sage ich hier auch zu. Auch die Engel ersten Boden oder wie heißt das Scheiß hier? Ja. Was heißt das Scheiß? Ach, es ist ja Kult. Kult ist immer das, was Idioten. Kult ist immer die Kacke, die Idioten gut finden. Auch ich. Ich bin ja auch ein Idiot. Und ich finde ja auch vieles. Wo ich sage, ja, das ist Kult. Gut, wo andere sagen, das ist der letzte Scheiß, wenn du mir anguckst. Also, ich verstehe das schon, ja. Und das ist eben in die andere Richtung. Also, was andere toll finden, wo ich sage, das ist der letzte Scheiß. Wie heißt der? Giuliano Gemma spielt irgendwie wie sagt man dazu? Wäscher? Hier, Geschirrspüler? Spielt Geschirrspüler. Rums. Nein, nee, wisst ihr, was ich meine, ja. Also, wischt Geschirr ab oder so, also er putzt in der Küche oder was, verliert er seinen Job und dann ist er irgendwie so ein Ringkampf, auf den er wetten soll und er belauscht da irgendwie so einen Kämpfer, ich weiß nicht mehr genau, und Bud Spencer spielt da eben den Typen, gegen den er kämpfen soll, so mit Wrestling-Maske. Na, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, die beiden müssen dann fliehen und da sie Masken getragen haben, sind sie nicht erkannt, wer es überhaupt ist. Und dann schleudert sie sich in so eine Mafia-Bande oder so an. Da habe ich auch bald abgebrochen, weil ich kann mit diesen Filmen nichts anfangen. Genauso wie einige Leute mit Columbo nichts anfangen können, was ich zum Beispiel gerne so. Wie gesagt, oh, wie kannst du dir das angucken? Oder von mir aus andere wiederum mit Louis de Funès-Filmen oder was weiß ich was. Oder mit Mr. Bean kann ja auch viele nichts anfangen. Versteht ihr, was ich meine?
die Fans finden es großartig und die, die es nicht, die keine Fans sind, die werden auch niemals Fans. Das ist einfach so. Und ich gehöre zu dieser Kategorie. Deswegen kann ich mit diesen Filmen, mit Bud Spencer-Filmen, nix anfangen. Die einzigen Bud Spencer-Filme, die ich als Kind mal mochte, sind drei Stück. Das ist einmal dieser, und den finde ich auch heute total scheiße, weil ich den schon mal wieder im Fernsehen gesehen habe vor ein paar Jahren. Das war, glaube ich, sogar im Krankenhaus. In der Uni, ja, in der Hautklinik war es, glaube ich. Mit diesem außerirdischen kleinen Jungen da. Mit dem, der dieses Ding hat, mit dem er die Zeit zurückspulen kann, diese Fernbedienung oder was ist das da? Ja. Die fand ich als Kind ganz toll und dann die beiden Western da. Was ich lieber. Wie er Terence Hill ständig hinter sich her schleift und da liegt er irgendwie ganz faul oder ich weiß nicht mehr genau. Die waren so schön dreckig, deswegen fand ich die ganz okay. Aber wenn ich mir die heute angucken will, würde ich wahrscheinlich auch sagen, nee, ich weiß es nicht. So, nächster Film. Ja, das ist jetzt wirklich so ein Ding, der Film war eigentlich okay, auch gut besetzt, ja. Aber ich gucke mir den in meinem Leben jetzt nie wieder an. Und ich meine auch, ich kannte den aus meiner Kindheit, Jugend irgendwie. Unter dem Originaltitel nämlich, deswegen war ich ein bisschen... der heißt ja hier ganz anders. Und als ich dann nochmal genauer hinschaute, sah ich, ach, da steht ja der Titel von damals. Animal House. Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Und das ist irgendwie eine 80er Jahre College-Comedy. Da ist irgendwie, eine Studentenverbindung, die es zu hart übertreibt und komplett vom Campus geschmissen wird und dann dafür Rache nimmt. Story Ende. Also eigentlich auch nur so eine lose Alibi-Story für eine Aneinanderreihung von lustigen Sequenzen auf gut Deutsch in den 80er Jahresstil. Ja, gut, der ist auch gut besetzt. Kevin Bacon habe ich erkannt. Donald Sutherland war da, glaube ich, mit bei. Oh Gott, und natürlich John Belushi, allerdings leider nur in einer Nebenrolle. Größere Nebenrolle. Steht ja gleich als erstes. Tim Matheson, genau. Tim Matheson, woher kenne ich den? Der hat doch mal in einem Stephen King-Film mitgespielt, oder? War das, manchmal kommen sie wieder oder sowas? Woher kenne ich Tim Matheson, verdammt nochmal? Wieso sagt man dieser Name irgendwie was in Verbindung mit Stephen King? Komisch, egal. John Vernon, habe ich jetzt gerade. Da war irgendwie noch eine Olle, wie hieß die denn nochmal? Steht hier hinten nicht drauf, warum nicht? Ich meine, da war noch eine bekannte Frau dabei. Was zum Teufel? Und warum steht der Name von der hier hinten da nicht drauf? Na gut, egal. Also wie gesagt, wenn man so auf so, ja, Sexhumor College Comedy steht, also ich rede jetzt nicht von Sexszenen, sondern so diese sexistischen College-Komödien, sag ich mal so. Ne? So Weiber, Titten, ja. Aber ich stehe ja nicht drauf. Das ist das Problem. Obwohl nicht mehr. Es gab zwei Filme, die ich damals in dem Stil so gut fand, dass ich mich heute noch zum Teil daran erinnere. Beim einen weiß ich aber den Titel nicht mehr. Es kann aber auch sein, dass das der eine ist. Also das beide Filme, wo ich meine, es sind zwei, ist es ein Film vielleicht nur. Der eine, wo ich den Titel noch weiß, ist Das turbogeile Gummiboot. Das ist aber auch nichts mit College, oder? Das ist, glaube ich, irgendwie so Feriencamp und dann müssen sie da so eine Gummibootrennfahrt machen und die war ganz witzig. Und dann erinnere ich mich noch an einen, das war aber, glaube ich, ein anderer, weil ich da eine andere Handlung im Kopf habe. Da ist das so schnitzeljagdmäßig. Die müssen irgendwie so ein Rätsel lösen und dann hat dieses Rätsel... Die Antwort des Rätsels ist praktisch der Ort, wo sie das nächste Rätsel finden. Und da ist das nächste Rätsel, müssen sie lösen. Und, ne, und das sind mehrere Gruppen, die dann da wie in so einem Rennen da irgendwie so ein Ziel erreichen müssen. Und ich weiß noch, da spielt die Hauptrolle der Typ aus American Werewolf. Das ist auch die einzige Rolle, die ich mit dem jemals gesehen habe. Der Held oder der Hauptdarsteller aus American Werewolf. Kann aber auch sein, dass beides das gleiche Film ist. Dass das Turbogeile Gummiboot war. Das weiß ich nicht mehr. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr da mehr wisst. Und es kann auch sein, dass der Hauptdarsteller von American Werewolf im turbogeilen Gummiboot mitspielte und der Film mit dieser Schnitzeljagd, an die ich mich erinnere, völlig anderer war. Ich weiß es nicht mehr. Na gut. So, nächster Film. Chocolat. Wenn man hinten noch ein E dran hängt, da hat man einen coolen Film. Das ist ein Chocolate mit dieser asiatische Martial Arts Frauenpower-Film, den ich sehr geil finde. Ja, gut. Butter bei die Fische. Filmisch ist das eigentlich handwerklich alles ganz okay. Geht halt darum, da ist so ein kleines Kaff und da ist alles so, ach, wir sind ja alle so toll und so lieb und so brave Bürger und gehen immer schön zum Gottesdienst und bla bla bla. Und dann taucht da eine alleinerziehende Mutter auf, die zieht da hin, ne? Und mietet sich da in so einem Laden ein und eröffnet da einen Schokoladenladen. Schokoladenladen, ein Schokoladengeschäft, ja, wo man halt so kleine Schokoladenspezialitäten kaufen kann. Mitten in der Fastenzeit. Oh mein Gott, wie kannst du nur? So, und dann. Dadurch gerät sie natürlich erstmal in Verruf. Die Leute kaufen aber bei ihr und wer die Schokolade isst,
Ja. Das ist so ein bisschen, kann man fast schon sagen, so eine unterschwellige satanische Botschaft. Die Völlerei, ne? Oder so, ja, überzogen gesagt jetzt mal. Im Grunde genommen ist die Aussage des Films, wenn man genau nimmt, nimmt doch mal den Stock aus dem Arsch, hab doch mal einfach ein bisschen Spaß an dem, ess mal ein Stück Schokolade. Brauche ich dafür einen Film mit Johnny Depp? Nein. Nächster Film, oh mein Gott. Ich habe die komisch sortiert heute. Egal. Stasi. Ich habe die Serie nie gesehen, muss ich dazu sagen. Ich weiß gar nicht, lief die überhaupt auf RTL, Sat.1, ARD, ZDF oder N3? Das war ja so die Zeit, wo das alles lief hier. Drei Engel für Charlie lief da ja auch. Und Columbo, Quincy, Kojak, was weiß ich, was da alles so rauf und runter lief auf den fünf Kanälen, die es damals halt gab. Ich weiß gar nicht, ob da auch Starsky und Hutch lief. Ich weiß gar nicht, wie das in Deutsch hieß. Hieß das auch in Deutsch Starsky und Hutch? Ich müsste den deutschen Serientitel wissen. Da weiß ich wahrscheinlich, ach, das ist Starsky und Hutch. Ah! Aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Deswegen habe ich jetzt keinen Vergleich zum Original. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Original keine Dummbatz-Komödie ist. Okay, ich weiß inzwischen, das hier soll eine Parodie sein. Ja, dann schreibt aber auch nicht Starsky und Hutch drauf, sondern nennt ihn irgendwie und passt das der Optik des Originals oder dem Plot des Originals dann an. Hä? Oder nennt es Hutchky und Stark. Dann weiß man, oh, das ist eine Anspielung. Okay, ah, ja, eine Comedy-Version. Aber haut da nicht diesen Originaltitel drauf und das Cover auch noch so 70s-Style, dass man meinen könnte, es wäre ein cooles Remake, wie zum Beispiel, meiner Meinung nach, das A-Team. Oder, ne, wo man aber noch im Bereich des Originals bleibt. Action. Sowohl die Serie als auch der Film dazu. Aber, ja, ich weiß nicht, okay, vielleicht die Serie ja auch Dummbatz Humor. Ich habe es, wie gesagt, nie gesehen. Aber wenn man so ein paar Reviews dann dazu mal liest, das habe ich aus Langeweile mal getan, ja, dann merkt man ziemlich schnell, dass das hier nicht so getroffen hat. Der Beste hier in der soll hier noch Ben Stiller sein und das ist schon eine schlimme Aussage, finde ich, weil ich bin beileibe kein Ben Stiller-Fan. Der spielt nämlich immer genau eine Figur, immer, egal was er spielt. Und das auch hier, finde ich. Und ja, zwei schwierige Cops, Ben Stiller, also Starsky, der immer so ein bisschen zu hart durchgreift, so der harte Cop-Typ, ja. Und sein Partner Hutchinson, oder wie heißt er? Also Hutch, ja. Werden irgendwie auf so einen Drogen. Vince Vaughn spielt den, so einen Drogenboss angesetzt. Und ich weiß das Ende schon gar nicht mehr. So belanglos war der Film. Also ging so an mir vorbei, das Ding. Und er war auch überhaupt nicht lustig. Nee. Ich habe auch noch. Weil man kennt ja immer so Szenen aus so Filmen, wenn die Leute in Starsky und Hutch gucken. Oder irgendwie so eingebaute Szenen in irgendwelchen Serien bei Family Guy oder was. Anspielungen hierauf, ne? Und das ist ja immer verbunden mit irgendwelchen Autostunts, aber auch da habe ich jetzt hier nicht wirklich viel Spektakuläres gesehen, muss ich dazu sagen. Aber naja, was soll's. Gut, dann bis zum nächsten Film. Und damit ist das auch endgültig erledigt, das Thema, hoffe ich. Es gibt keinen Polanski-Film, der mir gefällt. Wobei ich dazu sagen muss, Ekel ist nun wirklich von allen, die ich gesehen habe, der Beste. Weil, wie heißt die Schauspielerin? Catherine Deneuve spielt das echt gut. Die wurde wohl von ihrem Vater und einem weiteren, ihrem Onkel, weiß ich gar nicht mehr, oder ein Kumpel von ihrem Vater, als Kind wohl mal missbraucht und seitdem hat die Ekel, und zwar von Männern. Und dann kapselt sie sich in ihrer Bude ein, ne, weil draußen ist die Männerwelt und wird immer irre und immer wahnsinniger. Das ist nicht alles. Viel mehr ist vom Plot jetzt nicht, was ich erzählen kann. Problem dabei ist, trotz der guten darstellerischen Leistung, wie lange ist der Film? 100 Minuten. Viel zu gedehnt. Das Material vom Story-technischen und von der darstellerischen Leistung hätte gereicht für eine sehr gute Kurzgeschichte vielleicht. Und es gibt ja auch kurze Filme. Dazu kommen wir aber noch. Ja, also auch nicht meins. Ich habe ihn jetzt gesehen. Reicht. Nächster Film. Ja. Diesen Film habe ich mal gesehen in meiner Kindheit, Jugend, in meiner Teenagerzeit habe ich den gesehen. Und so mit 13 ungefähr. Und ja, da habe ich einen bösen Film gesehen. Ich weiß gar nicht, ob damals ab 16 oder ab 18 war die VHS. Die DVD ist ab 18, dann wurde die VHS auch ab 18 gewesen, dann vermute ich mal. Mit meinem Papa zusammen und ich fand den damals verwirrend und langweilig und doof. Und ich hatte mich auf einen Horrorfilm gefreut. Und dann war es aber irgendwie nicht so. Und so ist es auch jetzt noch. Gotik.
Eigentlich ist das nur so ein Opium-Rausch-Film. Eine Gruppe von Leuten trifft sich irgendwie in einem alten Anwesen, ja, und dann geben sie sich dem Rausch so ein bisschen hin und dann machen sie eine Geister-Seance und dann überschlagen sie Ereignisse, dann wird plötzlich alles wirr und so. Aber ich habe das auch nicht ganz verstanden. Ist das denn jetzt nur alles in den Köpfen von denen, weil die berauscht sind, oder ist da wirklich irgendwas? Und ich habe den Film auch nicht mehr ausgehalten. Nach einer Stunde konnte ich den nicht. Das war mir zu doof. Das war mir zu lahm und zu... Nee. Nope. Obwohl der noch ganz gut anfing, so die Anfangsschrift so und dann auch die ersten so... Auch optisch, der Film ist gut gemacht, der ist gut gefilmt und auch gut gespielt. Und irgendwie spielt ja eine Frau mit, die heißt Mary Shelley, warum auch immer. Vielleicht ist das ja auch der... vielleicht ist das ja ein Tatsachenbericht und deswegen hat Mary Shelley dann danach Frankenstein geschrieben. Ich habe keine Ahnung, aber was interessiert es mich? So, jetzt kommen wir glaube ich auch teuer. Jetzt kommen wir zum letzten Film, der aus meiner Sammlung wandern wird, obwohl der eigentlich tatsächlich nicht schlecht war, muss ich sagen. Aber es ist einer von diesen Filmen, war okay... Guckst du dir dein ganzes Leben nie wieder an. Ist bei mir so. Es gibt da einige Filme und da gehört der hier mit zu. Obwohl, von wann ist denn der eigentlich? Der eigentlich deswegen einen kleinen Pluspunkt bekommen sollte, wegen seines Alters. Das ist nämlich, glaube ich, ein 80er Jahre... Nee, 91 steht hier, okay? Steht das hier drauf? Ja. Thelma und Luigi. Ich bin noch Pastasio und Hatsch. Thelma und Luigi. Wie lang war denn der? Moment mal. Ja gut, 124 Minuten, das war das Problem, genau richtig. Ja, also, Thelma und Louise mit Gina Davis und, ohne drauf zu gucken, wie hieß sie? Ich muss drauf gucken. Susan Sarandon, genau. In den Hauptrollen, der ist glaube ich sogar von Ridley Scott, oder was war das? Ne? Ich sollte die Lupe vielleicht einfach in der Hand behalten. Ja, Ridley Scott, genau. Zwei Hausfrauen entschließen sich, ach Mensch, unser Alltagsleben ist uns zu langweilig. Wir machen mal einen Roadtrip. Wir setzen uns in ein Auto und fahren einfach mal in die Valla Pampa und machen so eine, ja, einen Roadtrip. So, ja. Das machen sie dann auch und das läuft auch erstmal ganz gut. Und dann werden sie aber an einer Tankstelle von einem Typen angegriffen, der eine von den beiden vergewaltigen will und dann bringen sie den Typen bringen sie aufs Notwehr dann um. Statt jetzt aber die Polizei zu informieren und einfach zu schildern, was los ist, fliehen sie. Und werden dann, naja, die Leiche wird gefunden und so, ne, und die Spuren sind ziemlich, also die werden schnell zu gejagten. Und dann werden sie gejagt. Und das ist eigentlich alles. Klingt gut, ne? Ja, ist auch ein guter Anfang. Und dann ist Ende. Dann kommt erstmal gut eine Stunde, nichts mehr. Also, nichts mehr ist falsch, aber es ist alles gezogen und gedehnt und Palaver. Und daher im letzten Drittel, da geht auch mal eine richtig schöne Jagd ab. Da werden die beiden wirklich, geraten sie wirklich in Schwierigkeiten. Und dann das Ende. Spoiler. Wer es nicht wissen will, ich halte jetzt hier die Hülle hier in meiner Hand und ich habe meinen Spoiler-Ritz im anderen Raum drüben. Ich gehe da jetzt nicht rüber. Nicht hierfür. Ne? Also wer es nicht wissen will, aber ihr könnt es euch glaube ich denken, ja, okay. Eine ganze Armada von Polizisten, schwer bewaffnet, jagen zwei Frauen in einem Cabrio. Hm? Naja, und cool fand ich hier, habe ich hier lange nicht gesehen, den Schauspieler Harvey Keitel. Mit dem gibt es übrigens auch einen Film, den fand ich total geil. Irgendwas mit einer Polizeigeschichte. One Tough Cop war aber jetzt nicht, das war Stephen Baldwin. Aber so ähnlich hieß der auch. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der Film. Bad Cop? Bad... Ich weiß nicht mehr. Der war aber ganz gut. Mit so ein paar Teenagern auch noch irgendwas war das. Ich weiß nicht mehr genau, aber egal. Ich schweife schon wieder ab. Auf jeden Fall, nachher am Ende werden sie dann gestellt und stehen an so einem Canyon, also oder auf einem riesen Canyon mit ihrem Auto, mitten in der Wüste, ja, und werden halt praktisch umzingelt und alle richten die Waffen auf sie und jetzt kommen sie raus mit erhobenen Händen, bla bla, das ist der Motto, ne, und naja. Und dann entschließen sie sich, nein, das machen wir jetzt nicht, wir sterben jetzt, wir fahren jetzt die Klippe runter, geben Vollgas und fahren voll die Klippe runter und das Bild friert ein, Filmende, Abspann, what? Ich meine, okay, man kann sich denken, wenn das Auto landet, pavum, kaputt, ist ein Canyon. 100 Meter mindestens da unten, ne? Und dann gucke ich hinterher die Extras. Also, hier ist ein alternatives Ende drauf. Und dann habe ich auch verstanden, warum das Bild einfriert, ja? Denn normalerweise sieht man das Auto noch weiterfallen. Das nimmt sogar so eine Schräglage ein, wenn man so will. Ja, normalerweise müssten die Weiber auch noch rausfallen während des Falls, aber naja. Die Puppen haben sie halt gut festgeschnallt, die da drin saßen, ne? Die Dollies. Ja, also ich meine nicht die beiden Weiber, die Puppen, sondern die, da sitzen ja wohl zwei präparierte Puppen, die aussehen wie die beiden Schauspielerinnen drin oder so. So ein bisschen jedenfalls, ne? So, und dann
der Sheriff oder was, also Harvey Keitel, rennt dann ja noch hinterher und guckt dann da so und guckt dann so runter und so. Und macht dann so und geht dann weg. Da dachte ich, okay, hätten sie ja drin lassen können. Er hat erstmal so gesehen, dass unten wahrscheinlich das Auto zerschellt ist unter einem großen Feuerball, was vielleicht für die Produktionskosten zu teuer gewesen wäre. Dann ist es explodiert und plötzlich kommt die nächste Szene und du siehst, wie die beiden in den Sonnenuntergang fahren. Das Auto ist also gelandet, heil überstanden und dann fahren sie jetzt weiter und dann sind sie entkommen. Filmende, what the fuck? Ja, na gut, gute Entscheidung, das nicht zu nehmen, dieses Ende. Ja, aber gut. Ich verstehe den Hype um diesen Film nicht. Es ist ja so ein Kult-Road-Movie und es wird ja auch oft gesagt, hier ein Film im Stil von Thelma und Louise. Es hat, glaube ich, sogar eine Oscar-Nominierung dafür. Steht da irgendwas davon drauf? Ich meine, es gab da irgendwas. Ich meine, ich weiß da irgendwas. Steht aber nicht drauf, nominiert für oder so. Na gut, da steht meistens ja auch nur in dem Jahr, wenn er rauskommt, drauf, wenn es aktuell nominiert ist und die Oscar-Verleihung noch nicht war, oder? Da steht es auf den Postern meistens oder irgendwie so. Kann mich auch täuschen, weiß ich nicht mehr. Kann ich auch verwechseln mit einem anderen Film, ich weiß es nicht mehr genau. Hat er jedenfalls, hätte auch keinen Oscar verdient, meiner Ansicht nach. Abgesehen davon, dass ich den Oscar-Preis sowieso blöd finde, aber egal. In den meisten Fällen jedenfalls. So, jetzt kommen wir dann endlich zu den wenigen Filmen, die ich auch wirklich behalten werde. Obwohl auch der erste Film, um den es jetzt hier geht, auch ziemlich war. Jetzt kommen wir auch zu dem Kurzfilm oder kurzen Film. Da geht nämlich nur, ja, drauf steht 72 Minuten, da geht aber glaube ich nur 68 Minuten oder so. Und es geht um Tetsuo the Bullet Man. Für 1 Euro geschossen im Teddy. Vor einer Woche oder zwei, weiß ich mehr. Ja, da habe ich noch 2 andere Filme mitgenommen. Sag aber nicht welche. Es ist überraschend, wenn ich dir die Feedbacks irgendwann zeige. Weil die anderen beiden, die ich da noch geschossen habe, die kenne ich. Und da dachte ich mir, oh Mensch, das ist irgendwas Asiatisches. Das sieht abgefahren aus. Diese Kamera finde ich geil. Was ist mit denen denn los? Was wird er von der Maschine gefressen? Oder verwandelt er sich in irgendwas? Nimm mal mit. Okay, du ab 16, na, trotzdem, nimm mit. Oh, sehr kurz. Als ich zu Hause war, das ist bestimmt geschnitten. Der ist so kurz, da hat die bestimmt eine Stunde rausgenommen. Kurz geguckt, oh, auf dem Weg, Uncut. Okay. Tetsuo the Bullet Man ist der dritte Teil von einer Trilogie namens Tetsuo. Tetsuo the Iron Man, Tetsuo the Human Body Hammer und dann eben der hier. Human Body Hammer ist, glaube ich, nur als Bootleg hierzulande erschienen. Es gibt aber auch irgendwie eine Dreierbox. Kann sein, dass er da mit drin ist. Ich weiß es nicht. Und der Iron Man, also nicht der Iron Man, sondern Tetsuo the Iron Man, den habe ich, glaube ich, sogar mal gesehen. Als ich das hier so sah, da habe ich mir, ach Mensch, so ein bisschen, ach, hast du schon mal irgendwie gesehen. Also ich glaube, der war... Schreibt es mir in die Kommentare, war der komplett schwarz-weiß? Dann habe ich ihn schon gesehen. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Irgendwie bei einem Kumpel damals. Ich habe viele Kumpels gehabt, mit denen ich viel geschaut habe, die auch mal was abends mitbrachten zum Filmabend. Damals habe ich noch Kumpels gehabt, die hatten eben auch genauso Film interessiert, also Real-Life-Kumpels, die genauso Film interessiert waren wie ich. Auch Sönke, als er noch hier gewohnt hat. Und dann haben wir es manchmal so gemacht, wir machen 3 Filmabend, setzen uns hier zusammen hin den ganzen Abend, nehmen uns richtig Zeit und jeder bringt einen Film mit aus der eigenen Sammlung. Und der Matze, der hatte ein Faible für Asia-Krams. Und der hat dann meistens asiatische Filme mitgebracht. Und der hatte den, glaube ich, ich meine, es war Matze. Ich wüsste jetzt nicht, wer sonst. Egal. Worum geht es in Tetsuo the Bullet Man? Ein Vater mit seinem Sohn geht spazieren irgendwie durch so ein Parkhaus oder irgendwie die Straße entlang. Und dann müssen sie durch so einen Tunnel, einen Autotunnel. Und der Junge rennt voraus und plötzlich kommt aber von hinten ein Auto. Und dann sagt der Vater, geh ganz eng an die Wand, ganz eng, mach dich ganz platt an, ne? Weil das Auto lang fahren wird. Ne? Der Junge macht das dann auch und das Auto fährt auch an ihm vorbei, hält dann aber an. Nur, der Junge läuft dann springend und spielend weiter und dann setzt der Wagen voll zurück in Rückwärtsgang und überfährt den Jungen. Gnadenlos, aber mit Absicht. So, der Fahrer des Wagens. Und dann kommt die erste seltsame Szene, das Blut fließt ja so lang und dampft. Von dem Jungen das Blut. Vorher sieht man den Wagen noch, also mit dem, wo der Junge jetzt eigentlich tot drunter liegen müsste, und der Wagen macht rums, 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 wackel, 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 was ist da denn los? Erdbeben oder was? Alles ein bisschen seltsam, oder? Und dann kommt dieses dampfende Blut. Naja, So, und dann wird halt eben, der Hauptdarsteller wird dann sehr, ist dann natürlich total verzweifelt, weil der Typ haut natürlich ihn ab, ne? Und der findet den Täter praktisch nicht, weiß es ist nicht, ne? Und dann steigt die Wut in ihm auf, und immer wenn er wütend wird, ein bisschen wie bei Hulk, verändert er sich. Nur bleibt das dann. Die Veränderung, die bis hier dann kommt. Dann wachsen so ein Knubbel im Gesicht und immer mehr und immer so mechanische Teile und alles. Sehr trashig getrickst. Sehr, sehr retro getrickst. Aber ich mag sowas ja mal ganz gerne, weil es irgendwie liebevoll gemacht ist. Problem ist der Arthouse-Look. Fast auch hier, fast schwarz-weiß teilweise, fast farblos der Film. Ganz bisschen Farbe ist, ganz bisschen, ganz niedrig gestellt wohl. Keine Ahnung, nachträglich schätze ich mal.
Das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist die Kameraführung, die teilweise so katastrophal ist, aber mit Absicht. Also chaotisch, so chaotisch ist. Wackelig und schnell und zoomst und what? Dass du teilweise fast einen epileptischen Anfall bekommst, wenn du Epileptiker bist. Bin ich aber nicht. Deswegen hatte ich keine Anfälle. Aber ihr wisst, was ich meine, ja? Trotzdem konnte man dem Geschehen gut folgen. Und er verwandelt sich eben in so einen Maschinenmenschen. Und warum das so ist, er findet nachher unter der Erde irgendwie da in so einem Kellerraum Aufzeichnungen seines Vaters. Und dann wird dann kurz ein bisschen erklärt, ich habe es aber nicht ganz verstanden, warum das jetzt so ist. Auf jeden Fall jagen ihn da so ein paar Leute, die an die Technologie ran wollen wohl, soweit ich das verstanden habe. Und dann kommt es nachher zu einem kleinen Showdown. Ja, nur ab 16, also nicht sehr splatterig. Es sterben viele und man sieht auch ein bisschen was, aber es ist jetzt nicht so splatterig, dass man den ab 18 machen müsste. Vor allem, weil ja auch alles eben, wie gesagt, sehr schnell geschnitten teilweise ist. Hat mir aber gut gefallen, an und für sich. Ich mag ja so eine abgefahrenen Asia-Sachen hier. Zum Beispiel, wie heißt der nochmal? Wie heißt denn du? Meatball Machine. Ne? Wer Meatball Machine mag und davon eine abgespeckte Version in puncto Splatter sehen will, so in die Richtung ist das auch so abgefahrener Buddy-Horror-Quatsch. Trashig, ne? Aber ich mag es ja trashig, wenn es gut gemacht hat, trash ist und nicht so ein Amateurgeficke. Nächster Film. Ganz aktuell bekommen. Musste ich nur unbedingt angucken, habe ich jetzt auch getan. Das war ein Fest, das war eine super Unterhaltung. Jetzt kommen noch die drei wirklich besten Filme, die ich in letzter Zeit geschaut habe. Freakshow, aka Black Roses. Endlich konnte ich einen Film mal sehen mit dem Originalvorspann. Weil dieses Black Roses Schriftzug auf der fetten Auto über die Straße, recht kunstvoll gemacht. Erstmal sieht man über die Straße, dann wachsen da so gezeichnete Rosen drauf, da fährt ein Auto drüber hinweg. Dann kommt dieser Schriftzug Black Roses taucht auf und dann fährt da nochmal ein Auto drüber hinweg. Geil gemacht. Also optisch, ne? Dafür, dass es noch damals noch kein CGI gab, Hut ab, gut gemacht. So, erstmal, es ist einer von den zahlreichen Hard Rock oder Heavy Metal Horrorfilmen. So, und erstmal allen voran, ich liebe dieses Cover. Ich habe das, wie gesagt, auch als Plakat gehabt. Ich liebe ja gemalte Cover und genau dieses Bild hatte ich als Plakat an meiner Teenager-Jugendzimmerwand. Ich habe es geliebt, dieses Plakat. Einfach nur geil. Aber es gibt ein Alternativcover, von dem ich gar nicht wusste. Auch gezeichnet, aber weiß ich nicht. Ich finde dieses Monster so lustig. Das passt nicht als Cover. Es würde mich jetzt, ich hätte mir den Film wahrscheinlich damals nicht so gerne angeschaut, wenn ich das schon gesehen hätte, dieses Monster. Obwohl, ich habe es schon gesehen. Es ist nämlich hinten auf der VHS abgebildet. Und genauso auch hier hinten auf der DVD. Blu-ray. Ne? Das Langhalsmonster da. So, worum geht's? Die Band Black Roses besteht in Wahrheit aus Monstern. Am Anfang treten sie auch direkt als Monster auf. Steht als Monster auf der Bühne. So sieht aus wie der Auftritt von Lordi oder so, was man am Anfang sieht. Und sie singen Lizzie Borden's Me Against the World. Habe ich gleich rausgehört. Also das ist was für 80s Hair Metal Kenner. So ein bisschen vom Soundtrack her. Hier hört man auch Bands wie King Cobra oder Bang Tango und sowas. Also das ist schon die Richtung Hair Metal. Ja, was sie da so spielen und was da so läuft. Es gibt aber auch vier Songs, die wurden richtig extra für diesen Film eingespielt. Von den Black Roses. Was da für Musiker hinterstecken, kann ich weitestgehend nicht sagen, außer einem, nämlich dem Schlagzeuger. Es ist Carmine Appice. Oder Carmine Appice. Das ist der Schlagzeuger von King Cobra, aber er hat auch getrommelt bei Ozzy Osbourne oder sogar bei, was war es noch? Rod Stewart, glaube ich sogar. Und auch ein paar andere, mir nicht weiter bekannte Rockbands. So, und der spielt hier tatsächlich den Schlagzeuger der Black Roses und spielt wahrscheinlich auch das Schlagzeug einer dieser vier Songs, vermute ich mal. Und ja, diese Black Roses, die tauchen halt eben in so einem kleinen Örtchen auf und wollen da in der Highschool-Aula mehrere Konzerte in Folge geben. Irgendwie jeden Abend mehrere Auftritte. Ich weiß nicht, war das damals in den 80ern so üblich, dass eine Band an einem Ort immer in derselben Location eine ganze Woche jeden Abend spielt oder so? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, so ist es hier. Und die Eltern natürlich, der böse Heavy Metal und Dämonenmusik und hier, guck mal die Texte, Satan, bla bla bla. Oh nein, das wollen wir hier nicht, das wollen wir hier nicht haben. Ne, und dann, um das halt eben zu kontrollieren, kommt dann eben der erste Auftritt und die ganzen Eltern sitzen dann mit dabei und gucken dann, na, mal wollen wir hier mal gucken, was hier Böses passiert. Und wenn das zu böse wird, dann nehmen wir unsere Kinder und gehen wieder weg. Und dann singen sie den ersten Song und der Sänger sagt, Damien heißt der Sänger, bezeichneterweise heißt der Sänger Damien. Und sagt dann auch so, ne, jetzt kommt ein Song über meine Heimatstadt. Und dann singen sie dann auch so, oh, coming home und bla und so eine AOR-Rocknummer und so, ne. Ja, und dann sind die auch, Mensch, habe ich jetzt nicht mehr gerechnet, die Eltern so, naja, okay, die stehen ja ganz normal, haben ganz normal so weiße Kleidung an, okay, die haben ein bisschen längere Haare, aber ja Gott, ne, Rockmusik halt, ne. Gibt auch eine gute Szene, die ich gut finde, ziemlich am Anfang,
wo einer von den, bei dieser Eltern-Lehrer-Konferenz, was ja in dieser Highschool ist, dieses Konzert, wo einer dann aufsteht und sagt, ne Leute, ihr wisst doch, das ist Rock'n'Roll wegen den Texten und so. Mein Gott, Elvis haben wir damals gehört, die Stones, die Beatles haben wir auch gehört, wir waren auch Rebellen, haben uns damals auch die Haare lang wachsen lassen. Ist doch nur Musik, so nach dem Motto. Und das fand ich richtig, okay, gut, eine gute Aussage. Leider ist dieser Film aber tatsächlich mit dem Klischee vorne böser, böser Dämonen-Metal. Denn die Eltern stehen dann auf und sagen, naja, ist hier alles Friede vor der Eierkuchen, komm, wir auch nach Hause gehen. Und viel Spaß, Jungs und Mädels, ne? Bei der Musik, kaum ist die Tür zu, geht das Licht aus, Licht geht wieder an, da haben sie nur so Lederklamotten an und wie peinlich. Überhaupt der Sänger, so ein schruchteliges Outfit, ey, naja, okay. 80er Jahre Hair-Metal, da war das ja üblich, kann man ja fast schon sagen. Ja, und dann spielen sie halt eben diesen typischen Hair-Metal, die härtere Schiene, wenn man dann so weh. Kein AOR mehr, sondern Hair Metal. Also schon härter als AOR. So, also Adult Oriented Rock heißt AOR, für die, die es jetzt nicht wissen. Das ist halt so Journey, Asia, John Parr, sowas. So, Survivor, Europe eigentlich auch, phasenweise. Gut, ja, und dann ist das Konzert vorbei und ab da fangen die Teenager der Stadt an, sich so mental zu verändern und werden so ein bisschen depri und aggressiv und rebellisch und immer mehr. Pro Konzertabend wird's schlimmer. Und dann fangen sie sich ja eben nach und an auch, nach und nach auch an zu verwandeln in Monstren und so. Und es gibt hier ein paar sehr geile Szenen. Erstmal bei einem Auftritt von diesen Black Roses, da spielen die immer und plötzlich siehst du einige Leute im Publikum und plötzlich flasht einmal ein helles Licht auf und nachdem es mal vorbei ist, siehst du die Person, die im Mittelpunkt gestanden hat, nur noch als Gummiskelett halbwegs, ja, so Halbskelett hier, so, als hätte man die Luft rausgelassen. Warum? Da wird nicht weiter drauf eingegangen. Es passiert zwei, drei Mal während diesem einen Konzert, da wird auch nicht irgendwie hinterher, mein Kind ist verschwunden irgendwie, dass mal eine Szene kommt, die war auf dem Konzert da, die ist aber weg, ich weiß nicht, wo die ist. Hat jemand gesehen von euch? Das wird nie wieder darauf eingegangen, dass die jetzt da gestorben sind, mutiert sind, die haben sie die Seelen ausgesaugt, was ist denn da passiert? Das passiert einfach, weil random 80er-Effekt. Keine Ahnung. Und das ist die Art Trash, die ich mag. Versteht ihr? Völlig sinnlos, aber total unterhaltsam. Dann auch die eine Szene, da hört halt eben einer die CD von den Black Roses. Ich glaube, es läuft auch wieder Me Against the World oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Oder irgendwie King Cobra mit Take It Off läuft da, glaube ich, auch einmal. Ich glaube, das ist der Song, der gerade läuft. Egal, auf jeden Fall kommt der Vater rein. Oh, Scheiße auf dir! Ne? Und bringt den Müll raus oder wasch ab oder irgendwas, schickt den Sohn auf jeden Fall raus. Ne, und macht die Anlage aus. Und in dem Moment, wo der Vater rausgehen will, alleine aus dem Raum, geht die Anlage von selbst wieder an. Ne, und er geht dann wieder hin und in dem Moment kommt die Szene, die ich auch schon erwähnt hatte, als ich jetzt das Unboxing hierzu hatte. Die Boxen bekommen plötzlich Adern und dann kommt aus dem Lautsprecher, also aus der Membran, kommt so ein, so ein Monster mit Spinnenbeinen raus, mit so einem Drachenmaul und beißt sich da an den Papa fest und frisst ihn komplett auf und zieht ihn komplett in die Box, komplett blutfrei. Aber geil. Diese Szene allein ist ein Film wert für ihr Schlag auch lachend auf die Schenkel. Ohne Scheiß, wenn ihr Retro 80er Trash mögt. Das ist richtig ein Highlight des Films. Naja, und dann nachher dieses eine Mädel, diese eine Blonde, die eine von den Hauptfiguren, die da so ein bisschen im Fokus von den ganzen Schülern steht. Die mutiert nachher zu diesem Langhalsding aus irgendeinem Grund und all solche Sachen passieren dann da. Und es gibt halt eben einen Lehrer an dieser Schule, so ein Typ mit Schnauzbart, Philosophielehrer oder so, der so ein bisschen die Heldenperson dann einnimmt. Und nachher am Ende gibt es dann so ein Konzert, wo dann dieser Damien auch in so ein Riesenmonster sich verwandelt. Ja, Riesenmonster nicht, aber eben in so ein richtiges Dämonenmonster. Krasser als am Anfang. Bei diesem ersten Auftritt, wo er nur so ein bisschen eine Dämonenfresse hat, ist es da halt eben richtig so mit langen Zähnen und hast du nicht gesehen. Und aus irgendeinem Grund entscheidet sich der Held dafür, mit welchem Gegenstand schlage ich ihn jetzt auf dieses Monster ein? Da ist ein schwerer Stuhl oder keine Ahnung, was ich nehmen könnte. Nein, ich nehme den Paukenschlägel, der da irgendwie rumliegt, oder irgendwie so, sieht eher aus wie so ein Gongschlägel vielmehr. Aber sieht aus wie eine Klobürste, weil das so einen flauschigen Aufsatz hat. Und damit haut er auf den ein. Ich meine, sehr effektiv, oder? Oder ich meine, ich kenne mich da nicht aus, dass die Dinger auch verdammt schwer und stahlhart, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall knüppelt er damit auf das Monster ein, gießt dann noch ein bisschen Benzin aus, steckt alles in Brand und ja, den Schuss habe ich überhaupt nicht verstanden. Das brennt dann alles nieder und Damien, Flammen züngeln an ihm hoch und dann gibt es einen Cut, ich weiß gar nicht, ein Jahr später oder ein paar Tage oder Wochen, weiß ich nicht mehr genau. Später, einige Zeit ist halt vergangen und dann im Fernsehen, ja, irgend so eine große Location, wo der genannt Piccadilly Circus oder irgendwie so ein ganz großes Ding. Da tritt jetzt die Band auf, die neue Heavy Metal Band unter dem Sänger Damien und dann siehst du wieder diesen Sänger da in seiner menschlichen Gestalt.
Und jetzt sitzt die Familie da und guckt ganz erschrocken auf den Fernseher. Ja, war, wie, was? Wie hat er das überlebt? Okay, ist ein Dämon. Ist wieder aus der Hölle emporgestiegen oder was? Ist auch egal. So, die Horrorfilme in den 80ern musste immer dieses, das Böse hat überlebt, Ende haben. Das ist eben auch hier so. Aber naja, was soll's. Trotzdem ist das ein sehr kultiger Film. Mit vielen kleinen Monster-Szenen, auch während des Films. Auf diese Kleinigkeiten immer so, wo man hier und da eine kleine Monstermaske auftaucht. Ich finde ihn unterhaltsam, ich mag den Soundtrack, ich mag die unglaublich schlechten, aber deswegen wieder guten hier Tricks in dem Film, die ganzen Monstermasken, die hier und da so auftauchen. Übrigens sehe ich gerade, das ist noch alles hinten zu sehen hier, die ganzen Monstermasken. Egal, mir macht der Film Spaß, ich mag den. Herzlichen Dank nochmal für den Film an den Jan. Dann kommen wir zum nächsten Film, auch wieder ein Selbstkauf. Eigentlich hauptsächlich wegen des Cover-Artworks, das viel geiler ist als das VHS-Cover-Artwork, finde ich. Habe ich aber auch schon gesagt, ich habe mir das schon vorgestellt. War auch ein, nee, nicht Teddy, war ein Kick-Kauf. Und hier ist wieder dieses scheiß Werbebuch drin, das er rumflattert. Und ich denke immer, die CD fliegt da drin rum. Ah. Mystery Man! Ja, schon wieder Philip Ben Stiller. Aber es geht mir hier auch nicht um Ben Stiller, obwohl er hier meiner Ansicht nach mit einer seiner besten Rollen abliefert. Oder eine seiner am wenigsten nervigen Rollen, sag ich mal. Weil er hier auch einen kleinen Loser spielt und auch eine Love-Story stattfindet mit ihm. Wie muss ja immer ein Ben Stiller-Film passieren, irgendwie. Vermutlich. Aber hier geht es noch, sag ich mal. So, Mystery Man. Ich finde das Cover so geil, dieses gezeichnete Cover. Ich liebe das, einfach nur geil. Passt auch gut zu dem Film. Vor der ganzen Superhelden-Hype-Welle gab es diesen Film schon. Ich glaube sogar, es gab den, weiß ich jetzt nicht genau, will jetzt nicht lügen und keinen Scheiß erzählen, aber ich sag jetzt mal, ich meine, der Film war sogar noch vor dem ersten Spider-Man. Kann das sein? Ich meine ja. Und auch weit vor irgendwelchen X-Men, soweit ich weiß, gleichzeitig mit dem ersten X-Men, das kann sein, das weiß ich nicht. Oder kurz nach dem ersten X-Men, ich musste vielleicht mal auf Jahreszeiten gucken, mal recherchieren. Egal. Auf jeden Fall vor den Avengers gab es halt eben die Mystery Man. Und ich weiß echt nicht, ob es dazu auch Comicvorlagen gibt. Weiß ich wirklich nicht. Ich meine, da stand im Vorspann stand zumindest nichts, von wegen Based on the Comic Books by bla bla bla, Dark Horse oder irgendwas. Weil es ist ja hier weder Marvel noch DC. Muss ich eigentlich auch mal recherchieren, ob es da Comics zugeht, aber egal. Worum geht's? Da ist eine fiktive Welt, ja, wo Superhelden an der Tagesordnung, wenn man so will, sind. Und da gibt es, wie heißt er nochmal, Captain Fantastic? Wie hieß der nochmal? Mr. Furious. Ach nee, das war der Mystery Man. Wie heißt er nochmal hier? Captain Amazing! Nicht Fantastic, Amazing. Captain Amazing ist der große Held, der große Superheld der Stadt. Und der sieht aus wie so ein Formel-1-Fahrer. Der hat überall so Werbesticker kleben und so. Total Panne. Total daneben. Und, ja, der ist der große Held und so. Und am Anfang sehen wir dann auch tatsächlich irgendwie so einen Angriff von so einer komischen Bande da. So eine Superschurkenbande oder was das da sein soll. Und die Mystery Men tauchen auf und kämpfen gegen die und versagen aber auf ganzer Linie. Bis dann plötzlich durchs Fenster herein Captain Amazing kommt und den Tag rettet. Haha. Aber irgendwie waren diese Superschurken auch keine richtigen Superschurken, sondern nur irgendwelche stümperhaften Verbrecher, die mal eben auf die Fresse bekommen haben. Es gibt also im Grunde genommen für Captain Amazing nichts mehr zu tun. Also sorgt Captain Amazing dafür, dass sein Erzrival, es gibt ja so Batman, der Joker, ne, Spider-Man, der grüne Kobold, oder es gibt ja immer so einen Haupt- oder Lex Luthor für Superman, und ihr wisst, was ich meine. Und der heißt Casanova Frankenstein und wird gespielt von, wie heißt er nochmal? Ich komme den Namen nicht, wo steht der, muss hier umstehen? Jeffrey Rush, so, und Captain Amazing wird übrigens gespielt von Greg Kinnear. So, und er sorgt dafür, dass Casanova Frankenstein aus der Irrenanstalt, wo er ihn reingebracht hat, freigelassen wird. Ne? Das war ein großer, großer, böser Fehler, denn Casanova Frankenstein hat nur darauf gewartet, dass irgendwie er freikommt und hat eine Art Supermasterplan, um die ganze Stadt zu zerstören, inklusive Captain Amazing. Und es gelingt ihm auch, Captain Amazing gefangen zu nehmen. Und schon ist die Stadt in Schwierigkeiten, weil es gibt keinen Superhelden mehr. Und jetzt beschließen die halt eben da die Mystery Men, oder sie sind noch nicht die Mystery Men, sie sind einfach nur eine Gruppe von Loser-Superhelden. Und die wollen halt eben noch ein paar mehr rekrutieren, um eine Gruppe zu bilden und dann sich die Mystery Men zu nennen und dann halt eben so als Team zu agieren. Wir müssen ein Team bilden, entschieden sie. So, wer sind denn die Mystery Men? Ben Stiller spielt, ach, hier steht noch alles hinten drauf, deswegen, ich habe die Namen jetzt echt nicht mehr im Kopf. Mr. Furious, warum? Ja, weil der kann unheimlich wütend werden. Das ist aber auch alles. Er kann ja nicht besser kämpfen oder wird stark. Nein, er wird nur unheimlich wütend. Total bescheuert. Typisch. Ben Stiller halt. Dann haben wir... Der blaue Raja, der nichts Blaues an sich trägt und mit Gabeln wirft, wie mit Wurfmessern.
was eigentlich gar nicht uncool ist, weil er trifft auch sein Ziel. Aber er wirft eben mit Gabeln und fälschlicherweise am Anfang eben auch mit dem Löffel, was überhaupt nichts bringt. Aber gut. Dann haben wir noch der Schaufler, der wird gespielt von William H. Macy und ist die beste Figur, finde ich. Die finde ich total gut in der Rolle. Und er ist auch der coolste, finde ich, von den Mystery Men. Weil der schrieb mit dem Stahlspaten um sich, ne? Und das kommt auch ganz gut rüber, finde ich. Und auch das Kostüm, was er da hat, ist eigentlich ganz nice. Also den finde ich noch mit am besten. Ja, und dann kommt noch dazu, irgendwie so, wie nennt er sich nochmal? Der Spleen, das ist so ein ganz ekelhafter Typ, der kann auf Entfernung Leute K.O. furzen. Ne? Ja, damit es ordentlich Furzwitze in diesem Film gibt, aber naja, in dem Fall, was soll's. Dann kommt noch dazu, wie heißt er nochmal? Steht das hier hinten gar nicht? Der steht gar nicht dabei, warum steht er da nicht mit bei? Irgendwas mit Mysterion oder der Mysteriöse, was denn der? Deswegen nennen sie sich auch die Mysteriösen oder Mystery Man, weil er so mysteriös ist. Und der wird gespielt von, wie heißt der denn nochmal? Oh, ey, mit dem Namen habe ich es heute überhaupt nicht. Er steht gar nicht drauf hier, scheiße. Wes Studi, ist das Wes Studi? Steht hier hinten noch ein paar mehr Namen? Jo, Wes Studi spielt den. Wer ist Wes Studi? Oh mein Gott, habt ihr den letzten Mohikaner gesehen? Dann wisst ihr, der Wes Studi ist. Oder Octalos, der Schurke in Octalos, der Anführer von dieser Bande, die da das Schiff sprengen wollen. Dieser indianisch aussehende Typ da. Der spielt diesen Mystery-Typ da. Und der kann Kraft, sondern gedacht, Waffen auseinanderschießen. Nee, schneiden, auseinanderschießen. Also Schusswaffen auseinanderschneiden, wenn man so will. Und er ist ganz mysteriös. Das heißt, er sagt immer Sätze, die eigentlich nichts anderes sind als, ja, ich weiß nicht, du wirst so lange nicht sehen können, bis du das Sehen erlernst. Oh, mysteriös. Ist aber eigentlich ein logischer Satz, oder? Also, ihr versteht, was ich meine. Das ist das Mysteriöse an ihm. Also, auch bescheuert eigentlich. Aber gut. Dann gibt's noch den, wie heißt der nochmal? Der unsichtbare Junge. Das ist irgendwie so ein Schwatter. Und der sagt, ne, ich kann unsichtbar werden, aber nur, wenn niemand hinsieht. Wenn keiner hinsieht, dann kann ich unsichtbar werden. Deswegen weiß keiner, ob er unsichtbar werden kann, weil wenn die alle hinsieht, wird er wieder sichtbar. Sofort. So, auch nicht geile Superkraft, oder? Kann ich auch. Und, wen habe ich jetzt noch vergessen? Ach ja, die Bowlerin, die Frauenpowerfrau, die aber hier sehr cool rüberkommt. Ich finde die sehr gut, die Figur. Die beste Figur neben dem Schaufler, sag ich mal. Die hat halt eine Bowlingkugel dabei und da ist ein Totenkopf eingegossen. Und das ist der Schädel ihres verstorbenen Vaters, der umgebracht wurde von irgendeinem Superschurken. Oder ich glaube sogar von Casanova Frankenstein selbst. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube sogar ja. Nee, gar nicht. Das gibt da so eine Gang, das sind irgendwie die Disco-Typen oder was. Und die haben einen Anführer. Oder sogar zwei Anführer. Und einer von den beiden hat den Vater von ihr umgebracht. Und deswegen will Rache. Und der Geist von dem Vater ist eben in dieser Bowlingkugel. Und wenn sie die wirft, dann steuert praktisch der Geist die Kugel. Dann fliegt die umher, wumm, wumm, und plopp, alles kaputt. Bis sie wie ein Bumerang wieder in ihre Hand zurückfliegt. Das ist dann so ihr. Und das ist ja tatsächlich schon irgendwie eine Superkraft, weil eine Bowlingkugel kriegt man vom Kopf, ne? So, und das sind halt eben so die Kräfte, die sie haben. Das Geile daran ist aber, ganz am Ende im Showdown, ist ein längerer Showdown, wo wirklich jeder Einzelne, so, ja, fast jeder Einzelne, so seinen Teil beiträgt. So nach dem Motto, ne, im Team bringt das auch was alles. Und die ganzen Superkräfte erweisen sich dann auch als hilfreich im Kampf, wenn man so will. Und das finde ich schon ziemlich geil. Das ist dann schon ein ziemlich gutes Finale. Und am Ende gibt es sogar eine Keilerei zwischen Ben Stiller, aka Mr. Furious, und Casanova Frankenstein. Und was mit Captain Amazing passiert, fand ich besonders gut. Der Film hat sogar ein bisschen Härte dadurch, weil da konnte ich mich gar nicht dran erinnern, was mit dem passiert. Aber das verrate ich jetzt mal nicht für die, die den Film noch sehen wollen. Ich werde auf jeden Fall wieder, ich habe den ein einziges Mal bisher gesehen auf VHS, wollte ihn immer haben, habe den nie gefunden. Und dann fiel er mir in Kick für 2 Euro, glaube ich, vor die Füße. Und habe ich ihn jetzt wieder gesehen und ich fand ihn wieder sehr unterhaltsam. Also für Fans von Superhelden, die auch Superheldenkomödien mögen, die nicht dumm sind, so wie diese ganze Scary-Movie-Scheiße, sondern eher normal, Comedy-mäßig und tatsächlich auch einiges an Produkt. Also du hast schon ein bisschen Budget, das erkennt man den Film auch teilweise ganz gut an. Also die Spezialeffekte finde ich ganz gut und die Kostüme und Atmosphäre hat mir auch gut gefallen. Es sind auch alles viele bekannte, gute Darsteller dabei. Also ich konnte da jetzt echt nicht meckern. Man darf natürlich kein Action-Feuerwerk erreichen, ne? erwarten. So, dann kommen wir zum letzten Film, den ich in letzter Zeit geschaut habe. Und der wurde mir auch recht aktuell geschenkt und ich weiß schon wieder gar nicht mehr von wem. Entschuldigung. Was ich mir immer nicht merken kann. Ich, mit meiner Namensmerkerei ist das echt furchtbar.
Aber neulich erst hat mir in einem der letzten Mystery Unboxings jemand Robot Jocks auf Blu-ray geschenkt. Und da konnte ich nicht umhin, mir diesen Klassiker nochmal wieder anzugucken. Und er machte wieder unheimlich viel Spaß. Ich liebe den ersten Robot Jocks. Ich finde auch den zweiten noch gut. Das ist ja aber eigentlich ein anderer. Der wurde ja nur vermarktet als Robot Jocks 2. Und ich finde auch den dritten gut, der auch als Robot Jocks 3 vermarktet wurde, aber nur auf DVD und Blu-ray. Oder? Gibt es den auch auf Blu-ray? Ich weiß gar nicht. Aber auf DVD auf jeden Fall. Kampf der Roboter heißt der. Aber der beste ist der hier, finde ich. Worum geht es? In der Zukunft hat man eine Alternative für Kriege entdeckt. Es gibt keine Kriege im klassischen Sinne mehr. Nein, Kriege werden ausgefochten mit riesigen Stahlrobotern. Jedes Land hat einen riesengroßen Kampfroboter, Godzilla groß. Und der ist mit verschiedenen Waffensystemen ausgerüstet, die ganz geheim sind und das andere Land natürlich nicht weiß. Und dann werden die in eine Schlacht geschickt gegeneinander und wer halt eben von den beiden Ländern mit dem Roboter siegt, der muss so einen Vertrag halt eben unterzeichnen, bla bla bla, keine Ahnung, irgendwie so. Ja, so ist das irgendwie geregelt. Und da geht es jetzt irgendwie um die Rechte über Alaska, keine Ahnung, Schürfrechte oder was weiß ich was. Ja, und da ist die Konföderation, ich glaube, das soll Russland sein, also die bösen Russen mal wieder, ne, und die Amis, die kämpfen halt eben da um die Vorherrschaft über Alaska, warum auch immer. So, und der Robot Jocks, das ist derjenige, der diesen Roboter steuert. Der Robot Jockey. Der Jockey, der den Roboter steuert. Robot Jocks. So, und der Robot Jocks von diesen Konföderierten da ist ein psychopathischer, sadistischer Killer. Am Anfang sehen wir das Ende eines Kampfes, also nach dem Ende eines Kampfes. Ja, ein zerstörter Roboter liegt am Boden und Alexander, so heißt dieser russische Arsch, Robot Jocks, ja, steht ihm triumphierend entgegen, in seinem Roboter drinne, und unten der Typ sagt, ah, mein Rückgrat ist gebrochen, ich kann mich nicht mehr bewegen, du hast gewonnen, du hast gewonnen. Und dann kommt noch ein offizieller Funkspruch, die Konföderation hat gewonnen, bla 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 bla, ne? Und trotzdem hebt er dann das Bein und tritt mit dem Roboterfuß auf die Kanzel, wo der andere drin sitzt, und er ist dann platt. Also er tötet ihn noch, aus reiner Lust am Töten. Ist also unverkennbar unser Filmschurke. So, dann sehen wir die andere Seite. Achilles heißt unser Held, ist der Ami-Robot-Jocks und hat schon 9 Kämpfe bestritten. Jeder Robot-Jocks muss vertraglich abgeregelt 10 Kämpfe mindestens durchziehen. Kann natürlich auch mehr machen, aber 10 sind das Muss. Danach kannst du dich zur Ruhe setzen und dann kommt wird der nächste erwählt. Und da gibt es auch ein Programm, das wird hier gezeigt. Da sind so Retortenmenschen, also so geklonte Menschen, die extra gezüchtet wurden mit körperlicher Kraft und besonderer Reflexschnelligkeit oder was, damit sie die Roboter noch besser bedienen können. Er ist aber noch einer von den Robot-Jocks der alten Schule, unser Held. So, wie ich jetzt hier gerade sehe, vielleicht noch kurz zum Cover. Das Cover ist okay. Ja, finde ich gut. Besser als das DVD-Cover, das ich da noch habe. Ich habe den auf DVD noch, der kommt dann aus der Sammlung raus. Der ist auf Blu-ray besser. Was heißt besser? Für mich, weil er besser in meine Blu-ray oder Sammlung passt. Das Cover gefällt mir halt besser als das auf der DVD. Noch besser gefällt mir das VHS-Cover. Das ist nämlich wieder so gezeichnetes, wo einfach nur in der Mitte eines Roboters steht. Und auch den Schriftzug finde ich so geil bei dieser VHS-Version. Diese Buchstaben oben drüber so aus Stein und Stahl zugleich. Ganz komisch gemacht. So wie so ein Metal-Band-Schriftzug fast. Habe ich immer geliebt, das Cover damals. Aber naja, man kann nicht alles haben. Egal. Washington, achso ja, das geht halt eben dann los, der Kampf findet statt und diese Roboter sind halt Stop-Motion. Richtig oldschool Stop-Motion-Technik, was ich total großartig finde. Ich liebe das total. Der Film ist übrigens von Stuart Gordon, ne? Also hier Reanimator, glaube ich, und sowas alles hat er gemacht, ne? Directed by Stuart Gordon, ja. Und deswegen, das ist kein Schrott, also es ist schon Trash, aber es ist ein Edel-Trash, richtig guter Trash. Und ich liebe auch den Soundtrack, den Score. Der da läuft während des Films immer. Und vor allem nachher am Ende, also dieser Abspann-Score. Diese Musik, die hat schon fast, ich will jetzt nicht zu weit gehen, aber hat schon fast ein bisschen was von Star Wars meets Indiana Jones oder so. Aber geil. Also geht ins Ohr, bleibt auch hängen. Also ich kann Melodie oft immer wieder vor mich hinflöten. Passiert mir auch teilweise zufällig, dass ich mir irgendwann die Melodie von Robot-Jocks im Ohr habe. So, auf jeden Fall kommt es zu diesem Kampf. Und das Ding ist, diese Kämpfe werden halt eben abgefeiert von der Masse oder von den Menschen, die da leben, wie so ein Sportevent. Es wird darauf gewettet und es gibt auch Tribünen, wo Leute halt eben sitzen und zugucken. So, und bei diesem Kampf stürzt Achilles Roboter wegen eines Fouls seitens Alexanders
mitten rücklings auf eine Tribüne. Und dann sterben viele Menschen dabei. Und danach gilt der Kampf als ungültig, also als unentschieden, ne, weil es gibt halt eben eine Phase in dem Kampf, da wird auf Nahkampf umgestellt. Dann müssen sie sich mit Händen und Füßen bekämpfen, die Roboter. Oder mit Sägen und Hämmern oder was weiß ich was, die ihre Waffen bei sich haben. Keine Schusswaffen mehr. Und trotzdem benutzt Alexander die Waffe, er kann seine Faust abschießen, das gilt als Schusswaffe. Und die gerät außer Kontrolle und rast auf die Tribüne zu. Und Achilles will die abfangen, hat aber nicht damit gerechnet, dass der Roboter dadurch aus dem Gleichgewicht gerät und dann halt eben noch mehr Leute sterben, als wenn jetzt nur die Faust reingecrasht wäre. Naja, gut. So, der Kampf geht als unentschieden und dann fordert Alexander, ich will einen Rückkampf, ich vernichte dich, Achilles. Und Achilles sagt, nee, ich werde nicht antreten. Ich habe meine 10 Kämpfe abgerissen damit, ich muss nicht mehr. Ich ziehe mich jetzt zurück, ne? Weil auch der da nicht so wirklich mit klarkommt, dass da jetzt so viele Menschen wegen ihm gestorben sind. So, und dann sehen wir Athena. Das ist eine von diesen geklonten Göhren, die da jetzt da im Programm sind und jetzt die nächste Robot-Jocks-Generation sein soll. Und die will unbedingt in den Roboter, die will unbedingt in den Kampf gegen Alexander treten. Und tut auch alles dafür. Und als Achilles davon erfährt, er ist nämlich so ein bisschen verknallt in die Kleine, kommt er zurück und sagt, nein, ich mach das. Ne? Ich mach das. Ich zieh das durch. Ne? Und dann wird sie natürlich wieder pissig, betäubt Achilles in seinem Apartment, wenn man so will, und zieht sich einfach seine Kleidung an und setzt sich den Helm auf, Visier runter, damit sie keiner erkennt, und dann steigt sie in diesen Roboter und in letzter Sekunde wird sie dann doch entlarvt, dass sie das ist, kickt die Leute beiseite, steigt ein, macht die Kanzel zu und geht los mit dem Roboter praktisch einfach aufs Schlachtfeld drauf. Viel zu früh, obwohl der Kampf gar nicht angefangen hat. Und dann, ja, das wird aber gewertet als Herausforderung und da kommt auch Alexander schon an. Ja, und Achilles erwacht mittlerweile natürlich aus seiner Betäubung, kommt da angerannt und will, was ist hier los, ne? Und ja, sie ist eingestiegen da, sie ist jetzt schon auf dem Schlachtfeld, der Kampf geht schon los. Naja, und dann wollen sie halt eben versuchen, weil die stehen immer im Funkkontakt mit so einer Art Basis, ne? Da kriegen sie auch Anweisungen, da und da befindet sich die Waffe, das und das ist neu, und das hier haben wir was verändert, da haben wir was verändert. Und dann versuchen sie doch zu lenken, aber sie verliert den Kampf so gut wie. Und dann fährt Achilles praktisch mit so einem kleinen Raumschiff raus und steigt in die Kanzel und dann macht den Kampf dann weiter gegen Alexander und dann kommt es zum großen Showdown, der auch, wie ich finde, ziemlich cool ist. Die letzten 20 Minuten finde ich einfach nur geil von dem Film. Obwohl das ganz finale Ende, naja, ne, dieses Friede, Freude, Eierkuchen, wir haben uns jetzt alle lieb Ende, das fand ich dann doch immer, wow, das ist ein Killer, dieser Alexander, der muss platt gemacht werden. Es gibt eine Szene, Spoiler, wer es nicht hören will, ne, ich habe hier das Ding in der Hand, hier nicht das Ding, die Hülle in der Hand, die Blu-ray. Und wenn ich so lange die hier jetzt hochhalte, ist Spoiler. Es gibt nachher eine Szene, da kämpfen die Roboter gegeneinander und Achilles-Roboter wird zerstört. Da liegt aber noch die abgesägte, abballerbare, abschießbare Faust, mit der er ja schon mal geschossen hat, von Alexander. Aber der ganze Arm, den hat Achilles ihm vorher abgeschnitten, von diesem Roboter. Und da liegt er noch. Und den, mit einem Kurzschluss, kann er diese Faust abschießen und damit zerstört Alexanders Roboter. Und Alexander sitzt ja noch im Roboter drinne. Es gibt eine riesen Feuerexplosion, der ganze Roboter explodiert ganz spektakulär. Und da ist er trotzdem irgendwie rausgekommen und dann kämpfen sie noch gegen Mann. An dieser Stelle, mit dieser großen Roboter-Explosion, hätte der Film enden müssen, meiner Ansicht nach. Ja, aber nein, da kommt noch ein Mann-gegen-Mann-Kampf und dann hauen sie sich da auf die Fresse und Alexander ist eh schon halb verbrannt und der Arm wird ihm noch gebrochen von Achilles während des Kampfes. Dann nimmt er noch einen Stein hoch und will Achilles jetzt niederschlagen damit. Ja, und Achilles wirft dann seine Stange weg. Wir können beide leben, sagt er. Und dann sagt der andere, dann lässt er auch einen Stein fallen. Und dann gibt es dann irgendwie so einen Robot-Jocks-Gruß, wo sie die Fäuste aneinander machen mit einem Daumen hoch. So, ne, Faust auf Faust so, ne? Und dann so, zerstören und verbrennen, sagen sie dann immer. Und das machen sie dann auch da, zerstören und verbrennen, abspannen. Ist schon irgendwie cool, weil das ist eine coole Szene, aber die Aussage ist ein bisschen, naja gut, okay, Achilles ist eben nicht so ein Mörder wie Alexander, das soll wahrscheinlich die Aussage sein. Ist okay, ich komme damit klar. Ne? So. Ja, achso, ja, was ich noch vergessen habe ist, es gibt noch einen Plot, weiteren Subplot über einen Verräter, der immer den Konföderierten die Waffensysteme von den Amis verrät. Weshalb die das alles aushalten, der Roboter von Alexander. Und wer das denn so ist, das kommt dann auch noch so, ich spoilere jetzt mal nicht. Hier macht sogar Jeffrey Combs mit in einer Nebenrolle, Alex. Er spielt einen von den Leuten im Publikum, die dann auf die Roboter wetten. Als ich im Vorspann dachte, da war Jeffrey Combs mit, ist mir ja nie aufgefallen. Wenn du das aber weißt, dann achtest du ja mal drauf und suchst ihn dann. Dann habe ich ihn gefunden, ach, der ist das, der die Wette abschließt. Na, guck mal einer an, hab ich nicht gewusst, die ganze Zeit, jetzt in Jahren nicht. Dass ich ihn jetzt auf Blu-ray gesehen habe, nochmal. Gut, ja, also kann ich nur empfehlen, wer auf, das ist ja schon 90er, glaube ich, oder das ist noch 80er. Steht es irgendwo drauf?
Mich jetzt zu blind für, ne? 1990, Orion Pictures. Ja, wer auf so alte Filme steht, der soll sich den auf jeden Fall angucken. Genau wie Freakshow kann ich den empfehlen. Und hat mir einfach super, super Spaß gemacht, den nochmal zu gucken. So, damit ist das Feedback an dieser Stelle beendet. Ja, das Akku ist auch gleich leer. Vielleicht hatte der eine oder andere ja ein bisschen Spaß. Vielleicht war ja auch der eine oder andere Empfehlung dabei. Obwohl, abgesehen von den letzten vier Filmen, kann ich da nichts von empfehlen. Nicht so wirklich. Vielleicht straft er mich auch Lügen und sagt, du hast ja einen Schaden. Das waren alles so wunderbare Meisterwerke und du zerreißt sie so, du Arsch. Ja, das ist ja nur meine Meinung. Ne? So ist das halt. Gut, also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Was wird als nächstes für ein Video folgen? Entweder ein kleines Unboxing, ich erwarte nämlich eine Kleinigkeit, die aber sehr groß ist für mich persönlich, weil ich mich da riesig drauf freue. Es ist auch fast wieder genug geschaut für einen Slain Watched. Vielleicht kommt da auch nochmal wieder was demnächst, ich weiß noch nicht. Müssen wir wieder in die Videothek gehen, gucken, was die da sagen. Und ich bin auch am Schauen einer Sache und die wird dann einzelsammelreviewt. Da habe ich schon fast zu viel verraten, oder? Kommt dann auch. Also das wird auf jeden Fall weitergehen auf meinem Kanal, ne? Und da sehen wir uns dann spätestens wieder. Ach so, ich habe da noch gar nicht erzählt. Oh mein Gott. Wie ihr im Intro ja schon gesehen habt, gibt es dieses Wochenende kein Proberaumvideo. Warum nicht? Ja, ich habe heute, also am Tag des Proberaums, erst erfahren, dass das nicht so ist. Warum ist das wieder so? Ja, der Router von meiner Süßen ist Putty Pie. Oh, ich habe was im Auge. Moment. So. Weg, du totes Tier, du. Egal. Was machst du in meinem Auge? Also, nein, und zwar seit einer Woche. Wir haben nie Ärger mit der Telekom gehabt, aber jetzt, das ging gar nicht. Schon am Wochenende, ich weiß gar nicht, wann es angefangen hat. Ich meine, der Montag. Montag blieb das Ding einfach stehen. Also, unser Bild blieb stehen vom Fernsehen. Dann dachte ich erst, das ist der Receiver, also dieser Media-Receiver-Dingsbums da. Ne? Aber nein, damit hat es nichts zu tun, weil auch Internet und Telefon nicht mehr gingen. Muss also der Router gewesen sein. Über Handy hat meine Süße dann bei der Telekom angerufen und gefragt, was kann denn das sein? Die haben mehrmals durchgemessen, das kann man da ja wohl irgendwie, haben aber nichts festgestellt. Also müsste es eigentlich am Router liegen. Wir schicken ihnen mal einen Techniker. So, nächsten Tag, also Dienstag, kam der Techniker, hatte noch geguckt und hat durchgemessen und ist wieder gegangen. Das haben die schon von der Telekom gemacht. Warum hatte der nicht gleich einen Ersatzrouter dabei? Weil er hat auch gesagt, ja, nee, das muss, also wenn ich hier durchmesse, ist alles in Ordnung. Aber das muss am Router liegen. Wir haben dem den Router-Typen am Telefon gesagt. Genau die Nummer und auch genau welcher Typ Router das ist. Die wissen auch, welche Leitungen wir haben und alles. Der hätte einen Ersatzrouter für alle Fälle mitbringen können. Hat er aber nicht. Ne? Das war aber auch ein interessanter Techniker. Der war vielleicht 20, ich weiß es nicht. Und ich liebe ja Menschen, die einem so die Hand geben. Tschüss. Kennt ihr das? Was ist so? Tschüss. Oh Gott, hoffentlich habe ich mir jetzt nicht den Arm gebrochen. Kennt ihr solche Leute? Ja, ich weiß nicht, was ist das, ey. Naja, okay. Und dann war er auch weg. So, und dann haben wir wieder angerufen. Ne? Ah, der hat gesagt, wir brauchen einen neuen Router, der ist kaputt. Ja, wie, der hat das gesagt? Wir haben hier noch keinen Hinweis darauf, dass ein Techniker bei ihm war. Alter, ich habe unterschrieben dafür. Auf seinem Telekom-Digitalbrettchen da. Ja, und dann musste stundenlang noch weiter palabert werden und nochmal wieder alles durchgesagt werden. Die haben nochmal ein paar Mal durchgemessen. Bis es endlich hieß, ja, wir schicken ihn dann, ja, wir melden uns später nochmal bei ihnen. Und dann haben sie sich später gemeldet und da hieß es dann, ja, wir schicken ihnen einen neuen Router zu. Und da warten wir jetzt drauf, wie die Blöden. Hoffentlich kommt er morgen, sprich Montag, an. Und dann haben wir wieder alles beisammen. So, deswegen war ich nicht erreichbar, weil ich gestern Tag ja bei meiner Süßen bin und nicht hier. Also habe ich mein Telefon logischerweise nicht gehört, weil es ein bisschen weit entfernt, um das zu hören. Es wäre auch ein bisschen weit entfernt, um schnell hinzurennen und abzunehmen. Also abzunehmen, das Telefon abzunehmen. Ja, deswegen habe ich das nicht mitbekommen und habe dann heute erst erfahren, ja, Telefon, Proberaum fällt aus. Christian, unser Gitarrist, ist krank. Was auch immer der für eine Krankheit hat, habe ich jetzt nicht weiter hinterfragt, werde ich aber noch tun. Und wenn das diese Krankheit hier war, dann muss ich dann mal ein bisschen auf den Tisch schauen, weil das geht gar nicht mehr. Dann vor dem Proberaum, Finger weg vom Alkohol. Party könnt ihr machen von Freitag auf Samstag. Oder, wenn ihr von Samstag auf Sonntag feiern wollt, müssen wir den Proberaum vorschieben auf Samstag. Ganz einfach. Kann ja nicht so schwer sein, oder? So, ich kann das eben mal nicht nachvollziehen. Wenn ich weiß, ich möchte am nächsten Tag im Proberaum stehen, sauf ich davor nicht wie ein Russe. Am Abend davor. Oder nur in Maßen. Man kann sich auch mal ein bisschen zurücknehmen, oder? Das finde ich immer so ein bisschen. Aber ich weiß ja nicht, was da los ist. Muss ich noch hinterfragen. Mache ich noch. Ja, ganz kurze Ansage. Ich habe auch jetzt vergessen, den ganzen Tohuwabohu, meinen Bruder, zu fragen, ob er Lust hat, mitzumachen beim nächsten Vlog über eure Bands. Da habe ich mittlerweile viele gesammelt. Das ist schon wieder so viel, dass ich es wahrscheinlich gar nicht in einem Video schaffen werde. Aber ich möchte meinen Bruder dabei haben, weil da viele Bands dabei sind oder einige Bands dabei sind, wo er auch was zu sagen kann.
ebenfalls, genauso wie ich, was dazu sagen kann. Das wollen wir dann gemeinsam tun. Und will ich mit ihm tun. Ich weiß aber nicht, ob er da Lust zu hat. Ich muss ihn fragen. Mache ich den morgen. Via Telefon mit dem neuen Router hoffentlich. Morgen ist übrigens auch der erste Termin Einzelcoaching. Und auch dazu werde ich euch vielleicht was berichten, wenn es spektakulär ist, in einem neuen Vlog. So, egal. Genug Palabert. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Farewell. Es ist kontraproduktiv. Wieder war das Licht aus. Und Lichtschalter haben wir auch nicht. Ist ja geil. Der Fahrer war Rudi Geilhofer. Moin.